Een heel goeie avond. Op 13 augustus was het precies 40 jaar geleden dat in Berlijn de muur werd opgetrokken. Families werden gescheiden en vrienden konden plots elkaar zonder toestemming niet meer zien. De machthebbers in de DDR wilden de leegloop naar het westen stoppen en ze kozen meteen voor de meest drastische methode. Maar in de 28 jaar dat de muur de stad verdeelde, zijn Oost-Berlijners blijven proberen om te ontsnappen naar het westen. In de eerste dagen konden ze nog gebruik maken van gaten in de versperringen. Ze sprongen uit ramen of ze raakten verstopt onder auto's of vrachtwagens de grens over. Later werd vluchten veel moeilijker. Wij vertellen de komende twee weken het verhaal van een van de spectaculairste ontsnappingen in de geschiedenis van de muur. Vier studenten namen het initiatief om onder de muur door een tunnel te graven. In september 1962 konden via die smalle pijp 29 mensen van oost naar west glippen. De studenten werden beroemd als mollen van de natie. En vanavond ziet u hun historie in deel 1 van De Tunnel. Vanaf augustus 1961 deelt de muur Berlijn brutaal doormidden. Van de ene dag op de andere wordt het onmogelijk om zonder toestemming naar het westen te reizen. 8 maanden later, in mei 1962, beginnen 4 West-Berlijnse studenten aan een fantastisch waagstuk. Vanuit een kelder in West-Berlijn, amper enkele meter van de grens verwijderd, willen ze een tunnel graven naar Oost-Berlijn. Het opzet is vrienden en verwanten naar het westen te sluizen. Bij de 4 initiatiefnemers, mijnbouwingenieur Uli Pfeiffer, die zelf kort voordien van Dresden naar West-Berlijn is gevlucht. Uli is verantwoordelijk voor de stabiliteit van het tunnelcomplex. Zijn vriend, student politieke wetenschappen, Hasso Herschel, ook afkomstig uit de DDR, zorgt voor de coördinatie en de communicatielijnen met de vluchtelingen. De 2 anderen zijn Italianen. Domenico Sesta, ook Mimo genoemd, studeert industriële wetenschappen aan de Technische Universiteit Berlijn. Zijn compaan Luigi Spina, Gigi voor de vrienden, is student kunstwetenschappen en afkomstig uit Trieste. Gigi is het brein achter de onderneming. Wenn man sich nach so vielen Jahren wieder sieht und vor allen Dingen auch noch jetzt in so einer Situation, ist es ein bisschen traurig. Ich hätte ihn gerne woanders gerne wieder gesehen, nicht hier im Krankenhaus. Aber dann habe ich ihn einfach umarmt und es war einfach richtig. Sicher. Da wirst du ja. Ja, gut siehst du aus. Du auch? Ja, danke. Ich hab dir was mitgebracht. Oi, schön. Halt mal auf. Ein Kaktus. Oi, danke. Ja. Hast du selber gemacht? Ja, klar. Ja. Okay, danke dir vielmals. Was ist dir eigentlich passiert? Ich hab was mit den Erzmuskeln zu tun. Erzmuskelschwäche. Und dadurch habe ich Probleme mit dem Kreislauf. Also diese Geschichte hat ja nun bei uns zu Hause angefangen und ich erinnere mich immer noch daran. Ja. Angefangen, wie wir da angefangen überhaupt. Du hast gesagt zu mir, ich möchte alles machen, was ich kann, um dir zu helfen. Ja, so viel ich mich erinnern kann, ich kam einige Tage nach der Mauer rüber zu dir, ja, da auf diesen schönen Häuschen, die ihr gehabt hat. Das muss noch August
gewesen sein, 61 Jahre. Ja. Und ich habe dir vorgeschlagen, ob du abhauen möchtest. Der Gigi hat einen Freund, der Peter, der wohnte in Ost-Berlin. Also sie besuchten dieselbe Klasse, also Malerklasse an der Hochschule der Künste. Ich wollte in Deutschland studieren und Gigi hat mich quasi überzeugt, also, dass Berlin also sehr positive Seiten hatte damals. Als ich nach Berlin kam, fand ich also diese beiden schon vor, die sich da gut verstanden und sich besuchten und so. Und also wer mit offenen Augen und Ohren durch die Stadt gegangen ist, hat also bemerkt, dass etwas in der Luft lag. 61.000. Die Situation war ziemlich ungewöhnlich. Waren diese Schlagzeilen in den großen Berliner Zeitungen, die BZ oder Bild-Zeitung, waren große Schlagzeilen immer. Schon wieder 2000 rübergekommen, dann 3000 rübergekommen aus dem Osten. Ja. Man brauchte nur hochzurechnen, am Jahresende sind eine Million Leute wahrscheinlich, die der DDR fehlen. Und auch nicht die Schlechtesten. Und dann plötzlich, da war der ein Sonntag, werde ich nie vergessen, der 30. August 62 sei schon, sind wir nicht so spät aufgestanden und hörten bei den Rias irgendwelche Nachrichten von wegen der Grenze, Sperrung der Grenze und so weiter. In den Nachtstunden des 13. August 1961 wurde die Sektorengrenze geschlossen und fassungslos erfuhren Sonntagsspaziergänger im freien Teil der Stadt, dass Ost-Berlin abgeriegelt ist. An der Sektorengrenze fahren Panzer auf, bis auf den Millimeter genau an den Rand des kommunistischen Herrschaftsbereichs. Man sah sofort, dass da etwas in Gange war, was sehr konkret und auch nach endgültigem aussah. Danach fingen sie an, Stacheldraht zu ziehen. Also am Anfang war sie sehr durchlässig. Also wer wollte, die ersten Tage konnte also irgendwie fast gefahrlos trotzdem rüberkommen. Da fingen an die Fokus da, die ersten, sagen wir, die Fenster im Erdgeschoss zu mauern. Und dann haben sie bemerkt, die Leute kamen auch von oben runter. Manche sind auch unglücklich abgestürzt. Und danach haben sie die Leute also da voll evakuiert, aus den Häusern rausgeworfen und die Häuser ganz zugemacht. Ja. Thank you.
Der Peter war der Meinung, dass Ulbricht die Mauer in der Form nicht durchhalten konnte. Der Nervenkrieg in Berlin ist in ein neues Stadium getreten. 10 amerikanische Pettenpanzer rollten an den Kontrollpunkt für Ausländer an der Friedrichstraße. Also er war der Meinung, dass die Leute in der DDR einen Aufstand machen oder dass die USA vor allem, dass sie so einen Druck ausüben auf die DDR und Sowjetunion, dass sie die Mauer dann wieder abreißen. Also er meinte, Ulbricht kann diese Situation nicht durchhalten. Das war seine enorme Fehleinschätzung. Denn wir waren völlig anderer Meinung. So ging es die ganzen Monate bis Januar 62. Danach war so gut wie unmöglich und wurde alles im Grunde genommen blockiert. Ne? Da wurde er dann unruhig. Ja? Der merkte plötzlich, also, dass die Mauer wohl stehen bleibt, immer besser wird in der Konstruktion und immer undurchlässiger natürlich. Und wie ein gefangenes Tier hat er sich so aufgeführt. Ja? Und also für uns war keine Frage, so konnte es nicht bleiben, wir müssten ihm helfen. Ja? Wir beide als Ausländer konnten wieder damals trotz Mauer. Wir mussten entweder über die Friedrichstraße oder den Checkpoint Charlie. Dann musste ich immer wieder da einmal die Woche meine Freizeit rüberfahren und die psychologisch zu betreuen. Naja, der war immer zur Untätigkeit verurteilt. Ich konnte nur noch warten und beten, ja. Der Peter. Anfang Sommer war eine Tochter geboren worden. Das war ein winzig kleines Kind. Ja, das war das Problem. Ein erwachsener Mann, eine junge und bewegliche Frau können zwar manche Wege gehen, aber ein Säugling erschwerte die Geschichte ungemein. Ja. Immer wenn ich entspannt wurde, lag ich im Krankenhaus. Ende März muss es gewesen sein, wenn ich mich erinnern kann. Eines Tages kam der Mimo zu mir an und sagte, ob ich schon davon gehört habe, wo in sämtliche Zeitungen stehen, irgendwelche Leute hätten versucht, in der Wollangstraße einen Tunnel zu buddeln. Unter die Gebäude- und Gleisanlagen des S-Bahnhofes Wollangstraße, der direkt an der Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen Republik liegt, trieben Westberliner Provokateure einen Stollen, durch den Agenten in die DDR eingeschleust werden sollten. Ja, und dann haben wir damals direkt uns überlegt, wir müssen etwas tun in einer Ecke von Berlin, wo keiner das vermutet. Durch Freunde, wir so ein bisschen rumgesprochen, ohne viel zu sagen, haben wir angedeutet, dass wir an sich was vorhätten. Und die haben gesagt, wir kennen jemanden und die werden euch besuchen. Und da kam der Hasso mit Uli zu uns. Tja, und dann haben wir eine Weile uns unterhalten und erklärt, was wir wollten. Und ob sie mitmachen würden, sagen sie selbstverständlich. Hasso war gerade aus dem Osten geflüchtet. Ja. Der wohnte damals in Eichkamp im Studentenhaus. Also insofern, also Student zu Student, irgendwie hatten wir einen Draht zueinander gefunden. Bei mir spielte natürlich eine kleine Rache dem System gegenüber noch eine Rolle. Denn die haben mich 4,5 Jahre ziemlich hart eingebuchtet. Vorher am 17. Juni sehr brutal behandelt. Ost-Berlin, ein Hexenkessel. Nach einer Demonstration der Bauarbeiter vor der Ostzonenregierung in der Leipziger Straße kam es zu Auseinandersetzungen zwischen SED-Funktionären und Arbeitern. Wir wollen keine Sklaven sein, schrie die demonstrierende Menge. Der Generalstreik wurde proklamiert. Am Potsdamer Platz sind Panzer aufgefahren. Die Leipziger Straße wurde abgeriegelt. Da war
waren dann 1000 oder 2000 unheimlich aufgeregte Leute und eine fantastische Atmosphäre, Plakate. Schon nach 10, 20 Minuten flogen die ersten Steine. War eine ganz bedrohliche Situation. Und mir war die ganze Sache nicht mehr geheuer, weil eben, naja, ich rief die Geister, wäre ich nur nicht los. Das hatte so eine Eigendynamik. Und da habe ich meinen zwei Freunden, die immer so in meiner Nähe waren, gesagt, Leute, jetzt hauen wir lieber ab, das ist brenzlig. 16 Tote und über 100 Verletzte. Das Columbus-Haus am Potsdamer Platz steht in Flammen. Es herrscht Ausnahmezustand in Ost-Berlin. Und früh um 5, ich schlief, da donnert es furchtbar an der Tür. Und dann hörte ich meine Mutter und die machte dann meine Tür auf. Und da standen zwei Leute bei mir am Bett. Zerrten mich raus, dann haben sie mich rausgestoßen aus der Wohnung, die Treppe runter bin ich runtergefallen, aber unten stand dann einer, der hat mich auf die Rückbank, einer links, einer rechts rein, zack, alle beide mit beiden Armen, erst eine Decke über mich, alle beide drauf und ging's ab. Sind wir eine Weile gefahren, also wie lange kann ich nicht mehr sagen, ich weiß bis heute nicht genau, wo ich damals war. Irgendwann ging die Türe auf. Und da wurde ich eine Treppe hoch gestoßen, wo man immer versucht zu ahnen, was die von mir wollen. Und im ersten Stock ungefähr auf dieser Plattform, da standen vielleicht 10, 12 Leute so mit dem Kopf an die Wand, die Hände auf dem Rücken. Blut, der ganze Fußboden voll Blut. Bei einem habe ich gesehen, spießen die Ellenbogenknochen raus. Dann haben sie mich an denen vorbei in eine Zelle gestopft. Und da war ich dann viele Stunden. Ein Klo war drin und 14 Leute in diesem Loch. Und da ist überhaupt nichts mehr passiert. Wir haben ab und zu mal was zu essen gekriegt. Und jeden Tag verschwand ein oder zwei von diesen Leuten, gingen raus und kamen nie wieder. Und dann auf einmal, jeden Tag, wenn sie wach werden und sie sehen irgendwo durch die Gitterstäbe oder wo auch immer so ein bisschen rot am Himmel, sind sie glücklich und sagen, irgendwann ist es da. Und du kannst dich an den Baum stellen und pinkeln. Man kann ja 4,5 Jahre nicht unbeaufsichtigt austreten. Immer sind irgendwelche dabei. Sie haben ja sogar in diesen großen Lagern, hatten sie 20 Toiletten, aber sie haben die Türen ausgehangen. Und also alles, was sie sich, also alles, was irgendwie entwürdigend ist, haben sich einfallen lassen. Als ich rauskam, also das war ein ganz schöner Abschnitt, ich war damals 24. Hatte ja nur meine kleine Schwester lange Zeit nicht gesehen. Und die war praktisch 14, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, und dann 19. Also aus einem Kind eine Frau geworden und sie hatte auch neue Freunde, alle Studenten. Und da war auch einer drunter, mit dem ich mich gleich von Anfang an richtig gut verstanden habe, und das war der Uli Pfeiffer. Er war damals 23 oder so, nicht? 35 geboren, ja. Und auf dem Radio stand das Bild von dem großen Bruder. Und da haben wir natürlich dann auch gefragt, warum man den nie sieht. Und da wurde dann so ein bisschen so unterbetont vielleicht gesagt, ja, der ist im Zuchthaus, ne? Und 58 kam Hasse dann aus dem Zuchthaus, nach, ich glaube, 4,5 Jahren. Und da habe ich ihn kennengelernt. Einmal, das war südlich des Brandenburger Tores, habe ich also so vielleicht auf 5 Meter vor den Fokus gestanden, die da den Grenzstrich markierten, mit meiner Freundin zusammen, und habe mir überlegt, ob ich jetzt einfach losrenne. Also das hätte schon wahrscheinlich geklappt, aber mir hat da der Mut gefehlt in dem Moment, das wirklich zu machen. Und wir sind also mit einem Gefühl der Ohnmacht eigentlich wieder nach Hause gegangen, nicht? In einem Freibad in Dresden, im Bühlauer Bad, traf ich einen Semesterkollegen, der mir von einer Möglichkeit berichtete, in Berlin durch die Kanalisation abzuhauen, nicht? Eigentlich war 6 immer so die Maximalzahl. Das war aber schon eine Gruppe, die bestand aus 4 Mädchen und einem Mann. Naja, da habe ich mich dann entschlossen, auch, sagen wir mal, auch im Sinne der Gefahr der ganzen Sache, erstmal alleine wegzugehen. Stand natürlich fürchterlich. Man passte also immer beim Gehen in diese Rohre rein, die aus den Häusern kamen, die mit Fäkalien beschmutzt waren. Aber das war ja alles unbedeutend. Und man konnte also fast aufrecht vorwärts gehen. Zum Wedding zu wurde das dann immer niedriger, zuletzt vielleicht dann so 1,20, 1,30. Und da haben wir dann schon so ein Blinklicht gesehen. Wir wurden ja da von Westberliner Studenten empfangen. Naja, dann war die Flucht geglückt. Und ich musste natürlich nun sehen, dass ich meine Freundin auf dem gleichen Wege auch rüberkriege. Auf der 19. Plenartagung der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik
kündigte Willi Stoof Maßnahmen des Ministerrats gegen Abwerbung, Menschenhandel und Sabotage an. Die FOPO war natürlich inzwischen auch schon auf solche Aktionen aufmerksam geworden. Zwei aus meinem Semester und auch meine Freundin sind in der Kanalisation von der FOPO verhaftet worden. Die Angeklagten, jene, die mit dem Feuer gespielt hatten, wurden zu hohen Zuchthausstrafen verurteilt. Zwei aus meinem Semester haben 8 Jahre bekommen. Meine Freundin 7 Jahre, zweimal 6 Jahre und einer wohl 5 Jahre, nicht? Und da ist natürlich ein furchtbarer Hass entstanden bei mir, dass man ein 22-jähriges Mädchen zu 7 Jahren Zuchthaus verhaftet, nur weil sie den Staat verlassen will und zu ihrem Freund will. Das war also nun der Gipfel dessen, was ich mir so unter einem totalitären Staat vorstellen konnte. Noch einmal wurde in diesem Gerichtsverfahren die Notwendigkeit, die Menschenfalle West-Berlin abzuriegeln, bestätigt. Geschlossen sind und bleiben die Tore unserer Hauptstadt nur für Burschen wie diese, für Raudis und Agenten, für die ganze Meute der Menschenhändler. Man hat versucht, sie als Mitarbeiterin zu gewinnen und hat uns natürlich als die schlimmsten Verbrecher dargestellt, mich und vor allen Dingen Herrn den Hasso. Ich hatte so Connections durch andere, die vorher abgehauen waren und die haben sich in West-Berlin drum bemüht. Und dann bin ich mit einem falschen Pass auf Ähnlichkeit über den weißen Strich am Checkpoint Charlie nach West-Berlin. Am liebsten wäre ich natürlich hochgesprungen und hätte ihnen eine Nase gezeigt oder irgendwas. An einem Sonntagmorgen klingelt es und denke, ich sehe nicht richtig, Hasso steht vor der Tür. Nicht? Das war natürlich ein tolles Gefühl und wir sind uns in den Hals gefallen. Und so wie mir jemand versprochen hatte, mir zu helfen und mir diesen Pass dazukommen lassen, so hatte ich es meiner Schwester versprochen. Mein Bruder hatte mir gesagt, als er ging, ich wollte natürlich mit ihm. Er ist kurz nach der Mauer weggegangen, 14 Tage später oder so, nach dem Bau der Mauer. Und er hat mir gesagt, nein, das geht nicht, wir können unsere Eltern nicht beide jetzt allein lassen. Also einer muss bleiben, du bist die Kleine, du bleibst, ich gehe und ich sorge aber dafür, dass du rauskommst. Wir können was machen. Über der Erde war uns zu gefährlich, da konnte geschossen werden, da konnte man im Draht hängen bleiben und dann haben wir gedacht, dann eben unter der Erde. Aber wir eine Stelle finden. Und irgendwann kam Pfeiffer an und sagte, du, ich glaube, wir haben eine Stelle, es sind 2 Italiener, die haben eine gefunden. Ja, mit meinem Freund Bimmer haben wir ein Wochenende praktisch die ganze Grenze sind wir entlang gefahren mit dem VW-Bus, hatten wir damals. In Grönland Buddel konnte man überall, aber nach und nach haben wir erfahren, das Problem mit dem Wasser. Wir sind zum Katastramt gewesen, um uns Karten zu besorgen. Das Problem in Berlin, das Grundwasser liegt sehr hoch. Teilweise vielleicht 1 Meter unter dem Boden. Das bedeutet, man kann nicht unter der Mauer 50 Zentimeter rüberbuddeln. Wir haben gemerkt, dass ein Teil der Stadt, und zwar Wedding, auf einem Hügel lag. Und habe gedacht, hoppla, da könnte man durch, ohne dass wir Wasser im Bau haben. Und so sind wir damals also zu Bernauer Straße gekommen. Es war der längste Weg, den wir gewählt haben, klar, und der schwierigste. Zufälligerweise entdeckten wir diese Gelände. Da muss vor dem Krieg eine sehr große Fabrik gewesen sein. Es stand praktisch nur ein Turm mit, weiß nicht, 7, 8 Stockwerke und daneben so ein etwas kleineres Gebäude. Und man muss erkunden, wer der Besitzer, der das Ganze ist, da war ein gewisser Müller. Da sind wir hingegangen und ganz deutlich gesagt, was wir vorhatten, ob wir seinen Keller benutzen durften. Sagte, ja, von mir aus gern, aber naja, räumt ihr mir den Keller wieder auf. Ja, und dann hat uns den Schlüssel für den Keller gegeben und das war ein Gedicht. Das ganze Keller war leer. Da war der erste Punkt für uns gelöst, im Westen. Und was ist mit dem Osten? Wir mussten einen Ausgang im Osten finden. Die erste, nach der Bernauer,
war noch in der Todeszone, also war gesperrt. Die zweite war die Schönhauser Straße. Und die dritte war die Rheinberger Straße. Wir haben uns zuerst für die Rheinberger entschlossen, weil wir jemanden kennenlernten. Wir einen Bulgaren kennengelernt haben damals, der auf der anderen Seite wohnte, und zwar eine Parallelstraße zu Schönhauser Straße. Und haben gesagt, Mensch, der wohnt direkt an der Mauer, da können wir alles erkunden. Wir haben Vorwand, dass wir ihn besuchen. Sind wir zu ihm gegangen und als wir das gesehen haben, das war richtig eine Freude bis Herz. Der wohnte auch parterre und wie sehr oft in Berlin, der Keller hat Fenster. Guckt ungefähr einen Meter oberhalb des Bürgersteigs. Da waren Fenster, wir haben geschaut, dort, da unten ist ein, muss ein schöner Keller sein. Ja, und dann haben wir mit diesem Olakow, ich weiß nicht mehr, da eine ganze Weile gefeiert. Und dann haben wir gesehen, dass im Flur die Schlüssel engten. Und dann haben wir überlegt, welche Schlüssel für den Keller sein könnten. Und da war ein ziemlich langer, uralter, also das könnte sein, der Mimo hat Abdrücke davon gemacht. Wir hatten einen Abstand am Anfang von rund 165 Meter avisiert, ja. 165 Meter. Also wir wussten jetzt, fangen wir an mit diesem Tunnel, brauchten wir Baumaterial. Und da haben wir uns dann nachts auf dem Friedhof die ersten Dinge beschafft, die wir brauchten. Eine Schubkarre, eine Hacke, einen Spaten. Es war natürlich schon ulkig für mich, als ich am nächsten Tag kam. Und wir hatten so einen ganz ruhigen Polier, als der über diesen Friedhof auf und ab lief. Und das Werkzeug und die Schubkarre. Der lief immer nur rum, schüttelte den Kopf. Der konnte sich das nicht erklären, wie auf einem Friedhof in einer Nacht so ein billiges Gerät verschwinden kann. Ne? Naja, und damit haben wir praktisch angefangen. Ging ja erst mal 7 Meter runter in die Erde, dann geradeaus. Und nun war das Problem, es war ein betonharter Boden, trockener Lehm. Aber es geht. Man wusste wofür. Und das war immer schön. Man konnte fluchen und der Fluch galt immer. Immer dem Feind. Und wenn man sich wehgetan hat, das war immer der Feind schuld. Nee, das ging schon ganz gut. Aber da man hier mit 20 cm angefangen hat und eine Woche später bei 1 Meter war und noch eine Woche später bei 2, ist einem das gar nicht aufgefallen. Und wenn man da vorne stumpfsinnig mit seinem Spaten auf dem Rücken lag und immer in diesen Boden haute und dann 100 Grammweise das Zeug abkriegte, dann fiel einem doch mal ein, Mensch, das muss abgestützt werden. Überlegt, wie man da also möglichst einfach mit einer Holzkonstruktion das abstützen kann. Da lernte mir ein Typ aus Bayern, der studierte an der TU, sein Vater war ein Sägereibesitzer und der hat uns das ganze Holz geliefert, kostenlos. Der hatte als Bedingung gestellt, dass er mitkommen durfte. Ja, und der ist eine Weile gekrochen, als er rauskam, hat die Jacke ausgezogen, da hatte er Dynamit zu tanken. Er dachte, um Gottes Willen, jung bist du wahnsinnig. Und dazu hat er noch eine doppelläufige Flinte, Kaliber 12. Das sind, da können Sie ein Loch in der Mauer machen mit sowas, mit einem Pumpgun. Ne? Ich habe gedacht, dass die Jacke aussieht, solche Stange hier mit der mit der Zündschnur. Im Keller wären wir alles obsen gegangen, wenn er so ein Ding losgelassen hätte. Sehen Sie? Naja, war ein Fanatiker. 12. April. Hab mich heute mit M und G in der Friedrichstraße getroffen. Am 13. August soll der Tunnel fertig sein. Auf den Tag genau ein Jahr nach dem Bau der Mauer. Ein symbolisches Datum.
Je länger der Tunnel wurde, desto problematischer war auch der Transport des Erdreichs. Nicht? Wir haben uns dann also so eine Art Schiene gebaut und haben erst das versucht, mit Wagen rauszufahren. Und wenn man dann an diesem Schacht im Keller war, musste das mit einem Flaschenzug hochgezogen werden. Am Anfang alles mit Handbetrieb. Mussten finden, transportiert werden. Und da war natürlich mit vier Mann nichts zu machen. Damals waren wir fünf. Und da kamen nach und nach Leute wie der Kleine und der Lange, Spitznamen, und dann immer mehr, sodass am Schluss wir 41 Mann waren. Mein Spitzname war Kleiner. Den habe ich schon aus Ostberlin mitgebracht. Der Lange, mit dem ich zusammen hier nach Westberlin rübergekommen bin, hatte ihn schon aus der Schulzeit mitgebracht. Und damals war ich sehr klein und bin dann während eines Krankenhausaufenthaltes dann mal doch sehr in die Höhe gegangen. Und der Name blieb aber und der wurde dann von allen anderen im Wohnheim auch aufgegriffen und blieb dann auch im Tunnel bis zum Schluss. Also irgendwann wurde die Situation untragbar und dann mussten wir uns also irgendwie umsehen, also den Tunnel gefahrlos zu finanzieren. Meine Mutter und ich, wir hatten also ein Familienkapital. Und das war Westgeld, das lag also auf einer Westberliner Bank. Und da haben wir uns gesagt, das Geld muss losgeeist werden. Dann hat sie uns eine Vollmacht gegeben, ich glaube 3000 Mark hat sie uns da vollmacht, konnten wir abheben von ihrem Konto. War so ein kleines Stück Papier, hat sie geschrieben, das haben eingewickelt und in eine leere Zigarettenhülle getan, Papier gefärbt wie Tabak und dann wieder rein, damit, wenn man kontrolliert wird an der Grenze, das nicht auffällt und man zur Not das verschlucken oder rauchen kann. So eine Zigarette, das fällt nicht so auf. Und dann mit dieser kleinen Vollmacht, also sind wir zur Bank gegangen, haben wir gesagt, worum es ging. Und der Bankdirektor hat das akzeptiert und hat uns anstandslos das Geld ausgehändigt. Die Sache wurde immer schwieriger. Also das ist wie mit einem Quadrat der Entfernung. Ne? Also jeden Zentner Erde, den sie bewegen und der über die Seile rausgezogen wird, also da multiplizieren sich die Schwierigkeiten. Dazu kam die Schwierigkeit auch mit der Luft. Wir haben dann über Ofenrohre Luft über einen großen Ventilator reingepumpt. Aber trotzdem, nach 30 Metern, es wurde einfach alles schwieriger und es ging... Es ging immer langsamer vorwärts. Dann haben wir irgendwie mitbekommen, dass da in Berlin ein Film gedreht wird. Und der ist der Tunnel. Darüber haben wir direkt gelacht. Haben wir gesagt, das sieht man da. Wir machen gerade so was Helles. Und die machen da mit großen Kulissen in Tempelhof, drehen sie so einen Film. Ja. Haben wir über den Pressesprecher dann uns erkundigt, ob der eine Möglichkeit sehen würde, sowas zu filmen, um also durch Gegengebühren zu filmen. Ja. Da ging die Tür auf und es traten zwei junge Männer in meinen Raum, stellten sich vor, Italiener, und
fragten mich, ob ich nicht interessiert sei an einem richtigen Tunnelprojekt. Und ich sagte, wie kommen Sie dazu? Ja, also Sie hätten irgendein Unternehmen vor, sei aber streng geheim. Und wenn ich interessiert sei, würden Sie mir das zeigen. Und dann ist der mit uns rübergekommen. Der Tunnel war schon angefangen, hat sich angeschaut und erklärt, wie das funktioniert und wie wir organisieren wollen und so weiter. Aber das ist sehr knapp mit dem Geld ist. Es musste natürlich erstmal Kapital herbeigeschafft werden für Material und so weiter und so weiter. Das hatte niemand und ich hatte auch nicht die nötigen Verbindungen und habe mich deshalb an einen sehr guten Freund, Fritjof Meyer, gewandt. Ich bin da durchgekrochen und auf der Hälfte des Weges spürte ich regelrecht, auch durch Vibrationen, wie die Straßenbahn über die Bernauer Straße fuhr. Ich muss gestehen, dass ich da eine ausgemachte Todesangst bekam. Und er hatte diese Kontakte hergestellt. Und so kam er zu NBC. Ich habe verhandelt mit einem Mr. Anderson von NBC, der einen Vertrag mit uns schloss. Er werde den Film kaufen für 50.000 Mark. Es wurde dann sagen wir, für einen direkten Fluss von Mitteln gesorgt dadurch. Ja. Und da hatten wir keine finanziellen Sorgen mehr, sagen wir so, durch die NBC. Als Gegenleistung mit der NBC natürlich ist vereinbart worden, dass sie es filmen dürfen. Haben sie zwei Kameraleute aus Berlin, die Gebrüder Demel. Dann haben sie uns mit ihrem VW-Bus abgeholt. Der war völlig zugehängt. Wir konnten also nicht sehen, wo wir hinfahren. Und haben uns auch noch die Augen verbunden, als wir ausgestiegen sind. Dass wir also keinen Eindruck gewinnen konnten, wo wir waren. Und dann haben sie uns in dieses Gebäude gebracht und dort waren alle Fenster waren verhängt, dass man nicht nach draußen sehen konnte und auch nicht wusste, wo man ist. Und in diesem Raum war ein Loch im Boden, wo wir durchklettern mussten und dann waren wir in dem Keller, wo der Tunnel begann. Aber alle überzeugen, um jeden zu sagen, ah, du kommst hier in so einen Film rein, das wollten wir nicht. Wir wollten keine unnötige Unruhe bringen. Wir haben so Monate und Monate gebuddelt unter sehr unterschiedlichen Bedingungen. Mal ging es 2 Meter vor am Tag, manchmal nur einen halben Meter. Manchmal war der Boden betonhart, manchmal waren Sandschichten drin. Und irgendwann an einem Tag kamen wir und da tropft es. Und da wurde dieser betonharte Lehm wie Butter, wie Schmierseife. Und uns war schon relativ bald klar, da kann also nur irgendein Wasserrohrbruch sein. Ne? Und das Wasser strömte immer mehr und immer mehr. Wir haben also dann versucht, das Wasser abzupumpen. Ja, und dann wohin mit dem Wasser, das rausgekommen ist. Was sagen im Keller, war ein Rohr der Kanalisation. Eine Lok gemacht und das Wasser drin laufen lassen. Ja. Was soll da, sonst können wir nicht mit dem Eimer das Wasser raustragen. Dann aber hatten wir uns von der Feuerwehr eine Elektropumpe ausgeliehen. Aber das half alles nicht. Es strömte also pausenlos nach und der Lehm fiel zusammen. Also der Tunnel war an der Stelle dann nicht mehr 90 hoch, der war also schon 1,40, 1,50 hoch, weil das also eben runtergekommen war, der Boden. Und wir mussten dann die Arbeit einstellen. Ne? 20. Juni. Nach fast 6 Wochen Arbeit sind erst 32 Meter gegraben. Jetzt ist Wasser im Tunnel. M&G sagt mir, sie müssten für ein paar Wochen die Arbeit einstellen. Ja, und dann gab es nur eine Möglichkeit, das Wasser abzustellen. Und was war das für ein Weg? Wir sind zur Behörde gegangen, Bezirksamt Wedding. Und haben gesagt, passen Sie mal auf, was machen wir da? Wir sind zum Amtsleiter gegangen und gesagt, hier, an der Stelle hier, vom Bürgersteig, da ist Wasser, ist ein Rohrbruch. Ja?
Und der fiel aus allen Wolken, weil konnte sich denken, also warum, wie können diese Studenten, ja, waren Studenten, wie können sie da wissen, dass er Rohrbruch ist? Und er hat da 1+1 gezählt, ja. Und hat gleich gesagt, da, die tun was. Der hat also den Berliner, also innen Senator vermutlich, unterrichtet, der den örtlichen Verfassungsschutz und die arbeiten sowieso unter der Furcht der CIA und die haben es auch erfahren, ja, die von CIA. Kurze Zeit später bekamen wir einen Anruf im Studentenhaus, nannte seinen Namen nicht, er sagte nur, er wusste, wir retten ein gewisses Wasserproblem. Er sagte, wir wissen Bescheid, was sie hier macht. Die Position war ja, die Mauer ist illegal. Nun kann man doch nichts gegen Leute unternehmen, die eine illegale Maßnahme umgehen wollen. Wir waren die Vertreter der freien Bewegung zwischen Ost und West. Na, was glauben Sie, was uns von der Springerpresse und anderen passiert wäre, wenn wir auch nur in den Verdacht gekommen wären? Wir wollten die freie Bewegung behindern und damit der DDR helfen. Na, unmöglich. Aber Sie müssen zu den Amerikanern gehen. Dort Bielski Allee, Nummer 19. Eine Villa. Ja, mir haben nicht gesagt, ja, da gehen wir mal hin, mal hören, was die von uns wollen. Ne? Und sie wollten Informationen wissen, also wer da gearbeitet hat, Name, Vorname, Adresse, alles, Alter, haben wir alles gegeben, natürlich. Zwischendurch ist mal erzählt worden, wir wurden von der CIA finanziert oder unterstützt worden und so weiter. Das stimmt alles nicht. Wir hatten mit denen gar nichts zu tun. Bis auf die Tatsache, dass sie ein bisschen an Augen drauf geworfen haben und die Leute überprüft haben. Das war alles. Ich bin davon ausgegangen, in Berlin passiert nichts, auf diesem Gebiet schon gar nichts, was nicht der CIA weiß. Das heißt, es war von den Amerikanern gedeckt. Davon musste man ausgehen. Dagegen konnte der Senat auch nicht vorgehen. Eines Tages kam ein Trupp von den Berliner Wasserwerken und hat auf der Bernauer Straße den Boden ausgehoben. Und da haben sie eben ein Loch gegraben auf der Straße und haben dieses gebrochene Rohr gefunden. Wir sind natürlich immer wieder hin, haben Wartungsarbeiten gemacht, abgepumpt, ausgebessert. Aber den eigentlichen Vortrieb, ich würde sagen, der hat fast 4 Wochen nicht stattgefunden. Sinkt der Juli. Der Wasserrohrbruch ist zwar repariert, aber es geht trotzdem nicht weiter. Sie müssen warten. Ich liege nachts wach und rechne aus, wie viele Meter es noch sein könnten. Der 13. August als Fluchttermin ist längst Makulatur. Sie haben den Durchbruch um 1 Monat verschoben. Wann ist es endlich soweit? De werken aan de tunnel blijven moeizaam vorderen. Dat ziet u volgende donderdag. De problemen worden nog groter op of onder Oost-Duits grondgebied. Er stroomt opnieuw water de tunnel binnen. En hier bieden de autoriteiten geen hulp. De studenten moeten hun plannen bijsturen. De tunnel moet korter en hij komt uit op een andere plaats dan voorzien. De graafwerken reiken net tot in een kelder in een van de eerste straten aan de oostzijde. De verwanten en vrienden die willen vluchten worden discreet op de hoogte gebracht. En het moet snel, want de smalle pijp loopt onder. Uiteindelijk kunnen 29 mensen ontsnappen. De camera's van NBC registreren alles. Het slot van deze historie ziet u volgende week. Deel 2 van het verhaal van De Tunnel. Heel graag tot donderdag.